10 Jahre Pasch. Da kann schon viel paschieren. Und was versteht ihr unter Pasch? Also ich bin Felix aus Kronstadt und für mich steht Pasch für passende Arbeitsmaterialien für Schüler und auch an Schulen, weil ich mich auch schon fleißig bedienen konnte an der Vielfalt der Lehrmaterialien von der Website. Also hallo, ich bin Nico aus Vogerach und für mich Pasch steht für Pascha. Und Pascha sind irgendwie Leiter eines Armees, also Pasch ist so eine Art Leiterschule. Mein Name ist Daria, ich bin aus Kronstadt und unter Pasch verstehe ich sowas wie Bau. Hallo, ich bin Horvath Lukas aus Alba Iulia von der St. Josef Schule und Pasch bedeutet Schritte, Schritte in die Zukunft, Schritte Richtung Bildung, Schritte zum Erfolg. Alles Gute zum Geburtstag. Ich bin Monika Mann aus Hermannstadt, Goga-Kolleg. Pasch hat am Anfang für mich fast nichts bedeutet. Pasch rumänisch, habe ich gleich gedacht, das bedeutet Schritte. Also Pasch, Fortschritte, Schritte oder vielleicht Pasch. Hallo, Andra Luca vom Stefan-Ludwig-Roth-Gymnasium Mediasch. Ja, wenn man Schüler fragt, was Pasch bedeutet, vielleicht würden sie sagen, Party anstatt Schule. Aber wir als Lehrer wahrscheinlich pflichtbewusst, anregend, schülerfreundlich unterrichten. Ich bin die Gabi, komme aus Bistritz, aus dem Nationalkolleg Liber Lebrano. Und Pasch bedeutet perfekt, Anstalt, Schüler. Vielen Dank. Hallo, ich bin Annike aus Târgu-Mureș. In einem Lehrwerk gibt es eine Aufgabe im Hörverstehen. Heißt der Herr Pasch oder Basch? Als ich das Wort hörte, ja, jetzt heißt er endlich Pasch. Hallo, ich bin Joana aus Kronstadt und unter Pasch verstehe ich so eine Gemeinde. Hallo, ich bin Delia, ich unterrichte am Deutschen Lyceum Mühlbach. 10 Jahre Pasch, 10 Jahre positiver Austausch für die Schüler. Ja, wir wünschen Pasch nicht viel mehr Erfolg als Parship. Wir hoffen, dass sich mehr Schulen über Parschnet vernetzen, als sich Singles über Parship verbinden. Also noch viele, viele Jahre. Liselotte Bayer aus Schäßburg und Jasmin Linzing. Lese Fuchs. Aus Siebenbürgen.